Willkommen zurück und heute habe ich ein bisschen was anderes rausgesucht. Ich möchte ja nicht nur Filme vorstellen, die ich super toll fand, sondern einfach auch Sachen, die ich gesehen habe, die ich nicht kannte und die vielleicht interessant sind. Ich habe hier einen Western Noir mit Teresa White und Lee Harris, inszeniert von John Struggis, The Capture. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auf den Film gefreut. Die Bewertungen den Online-Foren und auf den Film-Noir-Seiten waren eher durchwachsen, aber es hat für mich nichts zu sagen, weil gerade unter Puristen ist jede Abweichung von dem, was man als Ideal-Film-Noir ansieht, ein Frevel und es gibt viele gute Filme, meiner Meinung nach, die dort enorm schlecht abschneiden, weil sie sich irgendwo in ein anderes Genre mit einordnen lassen und nicht 100% das sind, was der Reviewer erwartet. Hier wiederum muss man sagen, man hat die Story von einem Mann, der für eine Ölfirma in Mexiko arbeitet. Es werden Gelder gestohlen und er verfolgt einen von den Banditen. Oder vielmehr, er ahnt, wo dieser hinflüchten will und erschießt ihn, bevor der überhaupt reagieren kann. Zerbricht aber an der Tat, die er getan hat. Zerstreitet sich mit seiner Freundin und verlässt sie und macht sich auf die Suche nach der Witwe von dem Mann, den er erschossen hat. Und mit der Zeit kommen da ein paar Hintergründe zum Tragen und sie weiß durchaus, wer er ist. Und ich möchte natürlich nicht die ganze Handlung verraten. Er flüchtet am Ende, weil man ihn für einen Mörder hält, in einem anderen Fall dann. Und sie überzeugt ihn im Endeffekt, sich zu stellen. Und die Story an sich wäre nicht schlecht. Sie böte Potenzial, zumal man auch mit Teresa Wright eine wirklich gute Schauspielerin hat, die so eine tragische Rolle spielen könnte. Würde man ihr was zu spielen geben? Das Hauptproblem an der Sache ist einfach, dass diese Hauptfigur, mit der wir uns identifizieren sollen, keine Identifizierungsfläche bietet. Diese Person ist langweilig. Wir haben Voice-Over, aber Lew Ayres schafft es einfach nicht, mit einer markanten Stimme diesen Voice-Over irgendeine Art von Dringlichkeit zu oder irgendwas Abgründiges zu geben. Er trottelt wie so ein, weiß nicht, 50er Jahre Familienserienheld durch die Gegend und wundert sich, dass er gejagt wird. Er wirkt völlig deplatziert in diesem Film, wie eigentlich ziemlich alle. Inszenatorisch muss ich sagen, hatte ich eigentlich auch mehr erwartet. Ich meine, Struggis ist nicht unbedingt jetzt ein Meisterregisseur, aber hat durchaus brauchbare Filme gemacht. Und der hier, der ist einfach nur langweilig runtergekurbelt. Hunde im Hintergrund. Und naja, das relativ miese Bild von der DVD trägt natürlich auch nicht gerade dazu bei, dass der Film schöner aussieht, muss man ganz klar und fair dazu sagen. Das Schwarz hat einen definitiven Grünstich und ob die abgerundeten Kanten links oben beabsichtigt waren, wage ich zu bezweifeln. Immerhin kann man den Film ansehen. Er ist auch nicht eine reine Zeitverschwendung, er ist von der Story her durchaus interessant. Aber eigentlich bleiben alle Beteiligten unter ihren Erwartungen und von dem her muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es interessantere Filme und wenn man Western Noir angucken will, dann doch besser zur Herrin der toten Stadt greifen. So viel von mir und ja, hoffe es war ein bisschen interessant, mal wieder einen unbekannten Film vorgegraben und bis zum nächsten Mal.